Also ich will jetzt nichts sagen, aber ich habe, glaube ich, irgendwie die Anmoderation verloren. Woran könnten das jetzt liegen? Ja, da antwortet Biabo als erstes. Das ist mir schon klar. Willkommen zurück zu Lost Inn. Ja, das war mal ein ganz flacher Witz zum Einstieg. Ja, mit dabei heute haben wir Andy, Acid Burn Crapper, Falk, Le Biabo, LPN, nochmal Lukas. Ey, wir haben einfach viel zu viel Lukas. Das ist der Wahnsinn. Matschpflaume, Pluto, Stui und Supernoob. Grüßt euch. Hallo. Guten Tag. Wir haben sehr viele Elder mit Geschmäcken. So, hallo, hallo. Ja, achso. Ja. Aber wir haben einen Lukas mit K und einen mit C. Ja, C ist die falsche Schreibweise, aber das. Nein, K ist die falsche Schreibweise. Ja. Macht das dann schon mal direkt unter euch aus. Ja, wir haben heute als Fahrzeugthema die Retro-Sportwagen und da sind natürlich schon ein paar richtig geile Highlights dabei. Das kann man, glaube ich, schon mal so sagen. Aber ja, die sind eigentlich nur Nebendarsteller, wenn man es genau nimmt. Denn Hauptdarsteller ist unter anderem Biabo. Da ist natürlich die Frage, wird er es schaffen, das erste Ziel zu erreichen? Oder nein. Was war die Challenge, Andy? Oder ob du es schaffst, alle Verteidigungsminister von Mexiko aufzuzählen? Nein, die Geschichte aller Verteidigungsminister von Mexiko. Einfach nur aufzählen wäre ja langweilig. Das würde dann ja nicht schaffen. Geschichte quasi, ne? Wo die auf die Schule gegangen sind und so. Okay, genau, ihr gesamter Weg zum Amt. Ja. Jetzt ist immer die Frage, was ist jetzt langweiliger? Gut, lassen wir das. Ich würde sagen, jeder von euch weiß, wo er in der ersten Runde hin muss und beziehungsweise starten muss. Und ich würde sagen, da gehen wir jetzt einfach auch mal prompt hin. Und ich habe es, glaube ich, bei mir vergessen. Nee, ich glaube, ich weiß es noch. Gut, ich vergesse alles. Ja, Lost Inn, da darf man auch mal alles vergessen. Ja, gar kein Problem. So, ich weiß nur, dass niemand beim Hauptfestival startet. Das ist schon mal alleine. Sicher. So. Dann würde ich sagen, das glaube ich gerade mal hier den Zufallsgenerator hier kleiner. Ich war noch mal der rausgehen. Gar nicht. Okay, ist blöd. Na egal. Okay. Ja, ich bin offen. Das erste Ziel heute und vielleicht das einzige für Biabo ist heute. Sorry, Biabo, hast du jetzt. Es stimmt doch. So. Übrigens, es gab letztes Wochenende keine Lost-In-Folge, wollte ich noch sagen, weil Biabo noch gerade eben erst angekommen ist. Machst du nix. Ja, das ist halt so. Ja, gut, also gut jetzt, aber Ende der Spannung. Erstes Ziel ist... Gott. Ich hab keinen Bock. Jetzt kommt wieder mein gutes Spanisch. Mission Santa Rosalia. Was? Oder Rosalia. Ja. Wie heißt das auf Deutsch? Also Freunde, dann Mission Rosalie, keine Ahnung, was weil ich. Wir fahren mal los. Also Rosalia war ein Pokémon, das heißt, ich muss nach Japan. Okay. Wer steht beim Horizon Apex? Ich fahre einfach runter in eine Richtung. Ich fahre zu etwas, was sein könnte. Ist so geil, wie jeder stehen bleibt, weil keiner weiß, was ich will. Ich fahre schon, da habe ich einen Vorsprung. Lukas, das ist so gut. Was denn? Also, warte mal, Mission de Santa Rosalia, ja? Mission Santa Rosalia, ja. Ich habe eine Vermutung, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall folgt mir nicht, ich bin ein schlechtes... Ich habe auch eine Vermutung und ich will wissen, ob deine Vermutung richtig ist. Meine ist falsch, meine Gruppe hat sich vor mir aufgeteilt. Warte mal, ich habe eine Theorie, warte mal, ich muss mal kurz orientieren. Warte mal, ich bin ja gleich an einem Stelle, wo ich mich orientieren kann. Ah, Moment, Lexus... Aber ich fahre da jetzt einfach mal. Ich fahre da jetzt einfach mal. Ich fahre meine Richtung, ob das die richtige ist. Ich hätte eine Idee, aber ich glaube, das hieß anders. Oh Mist. Das Problem ist, ich weiß gar nicht, wie ich da hinkomme. Ich weiß, wo ich hin will, aber nicht wie. Oh, ich glaube, Ray hat einen Singleturbo so. Ich habe meine Auswahl verpasst. Hä, wieso ich? Hä, du siehst mich doch gar nicht. Ja, eben, ja, nicht mehr. Das ist das Problem jetzt. So, nee, ich habe aber keinen. Ich habe tatsächlich noch die Dual-Turbos, weil der Singleturbo würde den NI zu sehr sprengen in dieser heutigen Ausgabe. Und dabei hatten wir super schon serienmäßig Towns War PS. Festival, da, okay, dann weiß ich es mal. Also, laut den Fans ist das so. Das ultimative Auto. Nee, ich hab, weiß gar nicht, wie viel PS habe ich. Oh nein. Über 500 auf jeden Fall. Das habe ich auch, aber ich fand es auch. Ich hab eher auf Fahrbarkeit jetzt gelegt, nicht auf. Ich hab einfach mal warte kurz mal, aber nee, warte mal, wenn ich da runterfahre. Sehr gut. Da vergeht nicht so viel Zeit, bis du da bist. Okay, ich weiß auf jeden Fall schon mal, wo ich bin. Ich bin in der Stadt. Das ist gut. Also, ich kann mir zumindest eine Sache herleiten, aber. Ja, ich hab die Vermutung, dass das. Also, ich fahre da mal hin jetzt. Ich muss halt gucken. Also, ich glaube, Mission, wie auch Mission. Immer. Mission, ja. Das ist ja so eine Art, Impossible. Wie so ein Kloster oder so eine Kirche, oder ja, so, würde ich jetzt darunter vorstellen. Die Vermutung habe ich halt auch. Gibt es so wenige auf der Karte? Ja, eine habe ich im Kopf, ich bin gerade überlegen. Deswegen, ich fahre jetzt... Also, ist es... Okay, ja.
Ja. Hatten wir das nicht schon mal als Ziel? Nee, nee, ich glaube nicht. Nee, ich glaube nicht, aber ich glaube, wir haben darüber gesprochen, wo wir den Zielpunkt das erste Mal überhaupt angesprochen hatten. Den Umschlagplatz. Ja, unter anderem. Nee, aber das Drogenkartell ist es nicht, weil das hieß anders. Scheiße, ja komm, bring mich schon über die Ideen ab. Ich habe keine Ahnung mehr. Dass sich das Drogenkartell mittlerweile etabliert hat. Ja, nee, das heißt mein Beitrag zu diesem Format. Also ich bin jetzt eben da, wo der Z-Dingens ist, da das schöne Auto. Oh. Ich hab eine Theorie. Das heißt aber, glaube ich, hier anders, ne? Das heißt hier anders. Oh, bitte nicht die andere Kirche. Aber ich fahr da trotzdem hoch, weil ich nochmal wissen will, wie es heißt. Ah, ich bin aus der Stadt raus. Und Lukas weiß wo, ne? Ja, das ist es jetzt nicht mehr. Wir wurden ja gerade vom Drogenkartell abgebracht. Wir fahren jetzt in die falsche Richtung, lebt damit. Nee, das hieß das Drogenkartell hieß, glaube ich, anders. Ja. Das war irgendwie Hotel. Nein. Das war was anderes nochmal. Das Hotel. Wie hieß das denn? Wie ist das? Doch, das ist es! Ja, okay, ich bin da. Okay. Was? Als ob! Ich hasse alles. Oh, zum Glück habe ich nachgeguckt. Okay, dann bin ich auf der Karte! Da. Ja. Schon mal vorher geschaut, was das ist. Welche geht Reifensporn hoch? Jetzt bin ich komplett lost. Ich weiß nicht mehr, wie wir hier wegkommen, ehrlich. Ich hab mich jetzt komplett verfahren. Ich glaube, wir fahren gerade im Kreis und das hier ist die Chihuahua. Ein Wort wieder. Ja, das ist richtig. Ja, schön rein. Ja, so voll einfach, Leute. Das müsst ihr doch wissen. Genau. Absolutes Basiswissen. Wie hieß das jetzt eigentlich nochmal, wo wir müssen? Ja, genau. Das hab ich auch schon wieder vergessen. Ich hab die Frage. Also, ich glaube, als Tipp kann ich schon mal mitgeben, es ist nicht der ganze Name. Was? Wir haben manche Ziele, wo wir bewusst etwas aus dem Namen genommen haben. Weil es sonst so einfach wäre. Verdammt. Wie zum Beispiel Hotel oder da, wo es ist. The Mexico also, oder kommen so, wir mal zu den Verteidigungsministern. Andi, du fängst viel zu spät an. Nee, Andi fängt viel zu spät an. Ja, ich weiß nicht, wo wir hin müssen, aber ja, ich bin Arsch der Heide, Alter. Es ist sonst Diane, wo bist du denn? Okay, ich bin falsch. Ich glaub, kann es sein, dass gerade da, wo wir sind, irgendeine Veranstaltung ist, weil ich sehe tausende andere Spieler. Ich glaube auch, Was? Ja, jetzt sind sie weg. Jetzt sind sie weg, ja. Hab sie verscheucht. Dafür bewegt sich Chris wieder bei mir. Ah, dafür bewegt sich Piane ganz weit oben. Bluetooth ist auch schon da. Jo. Alter. Ich war direkt, also ganz weit oben. Ich weiß halt leider nicht mehr, was wäre. Okay. Ich weiß nur, dass Fabi, sag ich. Andi Fabi ist der gleiche Name. In seiner eigens kreierten Farbe fährt. Das ging auch falsch. Wie ist dein Gedankenbruch von Andi auf Fabi gekommen? Keine Ahnung. Buchstabenmenge. Ja, beide I hinten. Ach. Geil. Und A ist auch noch drin. Also, mehr Parallelen geht ja fast nicht. Na, ist doch geil. Das ist ja auch egal. Ich komm sowieso mit Sätze an. Nee, Alter, weißt du, wo ich bin? Ja, also, hinkommen. Ich hab ein paar Meter jetzt. Dürfte man noch mal kurz den Namen wissen? Der andere ist oben in der Stadt. Ja klar, John. Mission Santa Rosalia. Rosalia. Mein Plan ist es, irgendeinen anderen zu finden. Ey. Ja. Ich bin nicht an Lukas dran, Lukas leitet mich. Das ist eigentlich CVR, aber... Also je nachdem, wie Stu und Lukas sich entscheiden, treffen sie sich beide. So, okay, ja, ich weiß, wie es mit dir will. Es ist ein Start. Mission Santa Rosalia. So, jetzt pass mal auf. Wo gibt's die Straßenschilder? Aber Pluto ist in die andere Richtung gefahren, also. Ah, da treffen sie. Ah, nee, doch nicht. Vielleicht treffe ich hier gleich mal jemanden. Wie hieß das denn hier? Ja, hast du, ich weiß leider nicht, wo du bist, von mir steht. Der lacht der Punkt. Spanische Verteidigungsminister, ja, gibt's erst seit 1934? Dass da jemand so nah dran war und dann wieder weggefahren ist. Meinst du mich jetzt? Ah, nee. Dich sehe ich gar nicht. Okay, ja. Also, das hieß vorher anders. Jane, okay. Lukas und Stewie sind ganz oben rechts. Mexiko. Also, ich sag schon mal, Crapper und Acid ist gar nicht so weit weg. Boah, wo seid ihr? Und Stewie und Lukas weiß ich halt nicht. Ihr steht halt bei mir, deswegen könnte sein, dass ihr schon wieder ganz woanders seid. Aber da, wo ihr mir gerade angezeigt werdet, seid ihr auf jeden Fall schon mal falsch. Ray, oh, ich falsche gute Scheiße. Wie bitte? Siehst du mich, Ray? Jetzt nicht mehr, aber gerade eben. Bin ja, aber du bist DeLorean, oder? Mhm.
Das genau ist es nicht. Lukas. Ach so, ja, hast du auch schon geschaut. Hast du halt den Vorteil, dass du quasi in die Vergangenheit, also ne, du brauchst es zwar ewig, aber du weißt es ja irgendwann und dann kannst du quasi den Zeitsprung machen und es ist so, wie wenn du direkt da gewesen wärst. Ne? Wow. Das ist halt schon praktisch jetzt. Boah, ich bin jetzt vollkommen beschissen. Ja. Ich fahr so eine bescheuerte Route, Junge, Junge, fahr ich einen Umweg. Ich fahr dir einfach. Bin halt wirklich ich hab mir gesagt, fahr mir nicht hinterher. Ich hab das fahr mit noch Ansage. Nie gehört. Ich hab das noch nie gehört. Aber Piana, du bist nicht am weitesten weg. Was? Das kann nicht sein. Das ist eine dreiste Lüge. Das weißt du nicht. Ja, ja, ich glaube, ich fahre gerade komplett in die falsche Richtung. Ich glaube, ich war schon näher. Ich weiß, also du fährst das schon zum zweiten Mal lang. Also langsam reicht's. Gleich verlange ich hier eine Maut. Ja. Maut, ja. Lukas, hier waren wir schon mal, oder? Ja, ja. Ich erinnere mich nicht, danke. So, jetzt weiß ich zumindest, wo ich hin will. Echt? Das ist schon mal gut. Also ein weiterer Tipp ist schon mal, am Anfang dieser Runde wurde was gesagt, was nicht stimmt. Was? Aha. Genau. Richtig, ihr müsst nicht nach Japan, obwohl es ein Pokémon ist. Hey. Ah, ja, okay. Kannst du mal den Namen bitte vorlesen? Am Anfang wurde gesagt, das hatten wir noch nie als Ziel. Hatten wir schon. Och, dann ist es doch. Ja, ja. Ja, okay, dann muss es ja das sein. Also mein Namen bitte vorlesen. Komm, scheiß drauf, ich fahr da jetzt trotzdem mal hin und dann, ja, hab ich mein blaues Wunder erlebt, weil ist halt gerade blauer Himmel deswegen. Also haben wir ja drei Kirchen mit zwei Kapellen, ne? Ziele. Ja, kommt drauf an, wenn du Richtung Vulkan guckst, ist ziemlich blau. Echt? So viele? Was? Ja, ja, drei Stück. Irgendwas? Oh, hier ist die Autobahn. Aha. Ja, Autobahn hat sich selber geholfen. Esset ist schon jetzt mein Favorit. Entweder macht er für gern so, oder... er hat irgendeine hübsche Blondine am Markt oder so da entdeckt und will jetzt mit seinem Auto die ganze Zeit so ein bisschen imponieren oder so. Okay, warte, ich dreh um. Bin ich in der Nähe? Dein scheiß Porsche ist ganz schön laut. Was ist da der Plan? Warum, was gibt's ja, der schreit mich voll. Was hast du für einen Motor neben dem Porsche drin? Standard. Ja, ich höre meinen eigenen Clips hier kaum. Straight. Ganz schnell mit der Grund. Ich bin ja gewählt, da selber hinzufahren zu gucken, was da ist. Oh Gott. Das ist ja gar keiner. Ich würde es ja feiern, wenn alle da sind, außer Esset. Das wäre lustig. Ja. Ach so, er kann auch nicht mehr reden mit uns. Ich glaube, er hört uns gar nicht. Ich glaube, der ist in tiefen Flirt. Nee, ich höre euch schon. Ich höre euch schon. Bloß ich war mal wieder aus Versehen gemutet. Ne? Ich ignoriere mich nur. Ach so. Ja, ja, würde ich jetzt auch sagen. Oh. Wie heißt sie denn? Ich sage Juanita. Consuela Juanita. Ah, das ist natürlich. Der Braun, der Braun, ja. Ja. Und sie nennt mich förmlich immer Rosalia. Und sie nennt mich wahrscheinlich immer Pendejo, deswegen finde ich nicht. Verstehst du? Mal, ob sie einen Juan Arevalo Gardoqui kennt. Das war der 14. Verteidigungsminister von Mexiko. Oh, ja, interessant, ja. Wenn jetzt am ehesten kommt, fällt mir das direkt wieder ein. Wann war der denn im Amt? Du magst ja Google, gell? Vom 1. Dezember 1982 bis 30. November 1988. Freiwillig abgetreten oder abgetreten worden? Wichtig, wichtig. Freiwillig abgetreten. Ja, Mexiko, ich frage. Ist Kuba. Freiwillig abgetreten. Ist im Jahr 2000 verstorben. Ja, freiwillig abgetreten. Oh, mein Beileid. Und, seit 1940 war er im Militär. Also während des Zweiten Weltkriegs. Okay. Hat er Mexiko auch mitgemacht? Das war ein Weltkrieg. Ja, ich weiß jetzt trotzdem nicht, dass sie mitmachen. Ich glaube aber trotzdem. Echt? Die Schweiz war auch immer so, nö. Das google ich jetzt mal. Das würde mich interessieren. Ich glaube trotzdem, dass er nicht beim Weltkrieg mitgemacht hat, weil er ist da aus Heroic Military College. Mich würde immer interessieren, ob Max Flommer vor Christa ist. War Mexiko Leerzeichen und dann als Vorschlag kommt Teil von Österreich. War Mexiko Teil von Österreich? Ja, geil. Eine berechtigte Frage liegt auf jeden Fall ziemlich nah beieinander. Das kann mal passieren, perfekt. Ja, Österreich und Scheiße, auf den Atlantik. Nehmen wir ein, unser Bums. Atlantik wird trockengelegt, neues Vorhaben jetzt. Solange es der Pazifik nicht ist, ist auch nicht so schwer. So. Da gab es einen Korruptionsskandal. Was? In Mexiko? Ja, nein! Mexiko. Ich glaube es nicht. Ey, Chris ist da. Was? Echt?
Ich habe den anderen getroffen unterwegs. Und ich kann nur sagen, Diabo ist in der Nähe. Oh, dann ist das vielleicht sogar, was ich denke. Oh, 1988 ja, wurde er beschuldigt, 10 Millionen Dollar von einem Drogenkurier genommen zu haben. Aha. Das ist es wirklich. Nur 10. Du willst abbiegen? War da irgendwas dran? Natürlich will ich da abbiegen. Fahr ruhig weiter, viel Spaß hier. Was ist es? Hallo, Hilfe. Das ist ein Problem, aber ich höre eine Kirche von daher. Guck mal, ich habe da einen Text gefunden. Also, sie waren tatsächlich Teil des Zweiten Weltkriegs, allerdings erst offiziell 42, als die Deutschen 2 mexikanische Tanker versenkt haben. Und tatsächlich gibt es da auch einen, hat der mexikanische Außenminister Ezequiel Padilla, sorry für die falsche Aussprache, die Führung übernommen für die ganzen lateinamerischen Länder, beziehungsweise hat alle aufgefordert, auch die Alliierten zu unterstützen. Der Verteidigungsminister in der Zeit war Lazio Cardenas. Ich bin bei Kurz, sind jetzt alle da? Ja, ich bin auch nicht. Nein. Vielen, vielen Dank. Aber stell dir vor, ich bin nicht Letzter. Wir haben Crepper und Stewie verloren. Richtig. Noch. Aber du hast ja auch diesen Zeitvorteil durch den DeLorean. Deswegen auch das Cyberpunk-Design. Ich habe das Problem, du hast wie lange Ansagen, hast du, ey. Wie lange hast du dann in Wirklichkeit gebraucht, Piabo? Wenn du jetzt schon mit dem DeLorean schon mehr als dreimal so lange wie die meisten gebraucht hast? Eine Attosekunde. Nee, gib's dazu, du bist 1985 losgefahren, hä? Noch zur Amtszeit des von Andy eben erwähnten Verteidigers. Richtig. Ich muss mir bei den nächsten Zielen angewöhnen, nicht mehr mich von Ray durcheinander bringen zu lassen. Nö, Drogenkartell kann es nicht sein. Da wollte ich gerade in den Dschungel, Richtung Dschungel fahren, weil ja auch diese dumme Kirche da ist. Und dann meinst du, ja, nee, doch, da waren wir doch schon mal. Ich so, ja, wunderbar, ab nach Moleche, danke schön. Ich habe gefragt, weil ich es nicht wusste, waren wir da? Und dann haben auf jeden Fall ein, zwei Leute Nein gesagt. Ja, deswegen wollte ich. Und dann wusste ich aber nicht, was es sonst sein könnte. Und dachte ich, okay, gut, dann fahre ich jetzt trotzdem mal hin, weil die könnten ja falsch liegen. Und siehe da. Ja gut, wenn, dann ist es der falsche Weg. Also hier sollte ich nah gewesen sein. Ah, guck mal, Crepper ist wieder da. Ja, Crepper ist ja nah ist halt relativ. Nah ist halt nicht auf der falschen Seite der Map halt, ne? Ey! Yay. Ich war gerade die ganze Zeit anscheinend auf der falschen Seite dann. Toll. Ja, hier war ja auch noch ein Dorf. Ganz unbedenklich, da ist man sehr selten ganz im Spiel. Dorf. Das ist man ganz selten im Laufe des Spiels eigentlich. Ein kleiner Dörfling war nach Rator. Ich weiß halt gerade gar nicht, wo seid denn ihr? Stewie war mal irgendwo beim Vulkan, aber wo er jetzt ist. Ich bin jetzt gerade im Dschungel. Was? Ach so. Der Dschungel ist so falsch. Soll ich dich abholen? Der Dschungel ist sehr falsch, ja. Alle sonntags abklatschen. Ja, weil, also ich habe jetzt halt die Dschungelkirche im Süden in dem Dorf. Aber nee, die heißt anders. Stewie will halt einfach ins Dschungel. Die hat einen männlichen Namen. Ah, oh, Gott. Nur jetzt, wo ist das Ding? Bitte nicht zitieren. Was? Noch eine Kirche? Also es ist eine Kirche, wenn ich das jetzt richtig dementsprechend... Also es ist auf jeden Fall ein Kreuz auf dem Dach. Also wir haben drei Stück davon, Ziele. Stewie, wir sind ja in Mexiko, wenn es da heißt Kirche, davon gibt es ein paar. Das ist ein sehr christliches Land. Und die südlich vom Vulkan war es auch nicht. Und die beim Eliminator-Start war es auch nicht. Welche Religion gehörte der 14. Verteidigungsminister an? Das ist wichtig. Moment, das kann ich eben sagen. Also ich kann schon mal sagen... Der Zielort war schon mal Ziel in einer Lost in Folge, war aber auch schon mal der Start einer Lost in Folge. Oder der letzten vielleicht sogar? Das kann sogar sein, ja. Ich habe mir erstmal festgestellt, der vorletzte mexikanische Verteidigungsminister hat den besten Namen, den ein Mensch je hatte. Salvador Cienfuegos Cepeda. Es nenne ich mal einen Namen. Auf Deutsch? Aber keine Ahnung, aber es klingt gut. Also Fuego heißt schon mal scharf. Das heißt es, keine Ahnung, aber es klingt gut. So eine schöne Sprache. Ja, ist schon ein geiler Name. Ich weiß nur, dass oben in der Kirche ein Restaurant drin ist. Was? Das hast du auch gesagt letztes Mal. Im Restaurant? Nee, das war mit dem Bett, nee, das war wie Hotelzimmer eingerichtet, die unten im Dschungel. Ja, das war bei San Sebastian. Da bin ich ja schon. Wie kannst du da unten überhaupt reinstellen? Da geht dein Fotoapparat das gar nicht. Woher kennst du das dann Restaurant ist? Ich komme nicht mal so rum im Foto. Nee, genau gar nicht. Das letzte Mal beim Start der Folge? Wir können mal in den super hinterlegten Pausenmenü Drohnenmodus gehen. Da das Mission heißt, wird das wahrscheinlich Bedürftige sein, ne? Ja, das ist halt so mehr so Kloster halt, ne? Wie ich gesagt habe. Oh. Gibt's ganz viel Klö... Okay, jetzt reicht's. Da gibt's ganz viel. Oh mein Gott. Sag mal ganz kurze Frage an die Leute, die Thüringe, schon da sind. Klöster. Ja.
ich kann es jetzt echt schlecht beschreiben, wenn man hier von unten hochgefahren kommt, aus der Stadt hier hoch, diese Einfahrt, direkt auf die Wand hier. Moment, ich fahr mal davor. Moment. Stadt, okay. Das war ein Stichwort. Nein, hier. Welche Stadt? Über diesem Fenster hier. Die Steine von der Textur. Soll das so? Das ist so eine Welle machen, meinst du? Da war halt jemand ein bisschen auf dem Wellendrip. So, weißt du? Ich sag mal, ja. Da ist doch einfach ein bisschen der Boden nachgesagt. Da geht das Haus schon ein bisschen mit, Biabo. Das sind halt kleinere Steine. Hey, unten sind aber wieder gerade. Das ist halt mal ein bisschen. Kannst du ja mal nach dem Wind googeln. War halt ein Erdbeben. Da sind schon zu viele Leute gegengefahren. Oh, jetzt klingelt es in der Kirche auch. Wenn ihr genau hinhört, hört ihr auch die Glocken jetzt läuten. Und die schon weiter, die noch nicht da sind. Ja, die Wellen gibt es hier hinten aber auch nochmal. Die Glocken, die klingen. An alle, die noch unterwegs sind. Ja, die da sind. Ich habe Wasser und ich habe Nahrung. Hier kann man aber reingucken. Wer schiebt mich hier? Ich will da reingucken, Mensch. Wer ist denn jetzt noch unterwegs? Dewey und? Ja, genau. Und Dewey? Ich bin da. Doch so viele. Du hast in der Bibliothek da drin. Ja, Dewey, dann jetzt aber mal... Das sieht auch wie ein Schulbuchlacker aus. Nee, wie eine Apotheke. Das ist eine Apotheke. Was? Ja, guck doch mal an der Kasse da hinten. Das wird nicht hinten eigentlich gedealt. Ich würde auf jeden Fall auf jeden Fall sagen, mit 100% Garantie, der Raum da oben ist ein Raum. Das ist richtig, ja. Ui. Mit 2D-Textur. Nee, die Technologie heißt ja anders. Ja, aber es ist eine 2D-Textur, die dann mit der Technik zu 3D gemacht wird. Ja, also vom Blickwinkel her mitwandert, ja. Eine Stadt, die man relativ gut kennt, aber nicht immer im Gedächtnis hat. Verstehe ich nicht. Das ist Karpfen im Gedächtnis. Welche Städte hättest du denn hier nicht Gedächtnis? Im Gedächtnis? Was ist das? Hab mal San Giovanni, du hier. Alle Wege. Ja, dann wahrscheinlich gleich wirklich ein San Giovanni. Herzendörfer hat eine Klingel, die wie eine Haustür sind. Das würde gerade aufstehen. Ja. Jetzt sind sie weg. Wo denn? Oh, du das hat mir gerade so geklingelt. Im Süden sind so zwei grüne Punkte. Ach ja, die habe ich auch. Junge, als ob es so eine Hupe gibt. Wer versucht das da oben? Hä, ja, der versucht jemand gerade Kontakt mit denen da oben aufzunehmen. Das sind Aliens, 100%. Ja, das sind UFOs, ja klar. Der IS-300. Junge, aber der Klingel habe ich gerade gedacht, der klingelt um diese Uhrzeit. Ja, ja, das klingelt dann jetzt dran wieder. Ja, ich wollte auch gerade losrennen. Oh Gott. Ja, das sind Polarlichter. Ja. Die kleinsten Polarlichter. Wenn du ganz nah ranzoomst, dann ist es ein Quadrat übrigens. Ja. Was ist denn das? Wo? Ja, keine Ahnung, vor allem ist eins verschwindet und dann kommt ein zweites hinten dran wieder her. Ja, das wird, mal, guck, jetzt das wird immer zurückgesetzt. Ja. Jetzt verschwindet es und jetzt kommt gleich hinten dran wieder eins. Jetzt kommt es wieder. Also entweder sind das wirklich die kleinsten Polarlichter der Welt oder die größten Glühwürmchen der Welt. Oder es ist ein verdammt großes Glühwürmchen. Ja. Oder es ist Dewey auf der Suche nach dem Zielort, ey. Ein sogenannter Glühwurm, weil ein Würmchen ist es nicht mehr. Ja, aber das ist mir nie aufgefallen. Wo? Das wird wahrscheinlich einfach nur ein Stern. Jetzt wird's im Süden am Himmel. Jetzt wird's Nacht, da wird's. Ach da, ja, und hier, ja, okay, es ist gerade die grünen Punkte. Na, ja. Wenn du von Ray aus quasi über mein Auto drüber schaust, ja, ja. Dann verschwindet immer eins und dann taucht es dann hinten dran wieder auf. UFOs. War jetzt gerade nicht. Jetzt ist es verschwunden, ist verschwunden. UFO-Expansion kommt. Habt ihr auch diesen schwarzen Punkt, wenn ihr Richtung Hauptfestival sozusagen im Himmel schaut? Eigentlich? Nein. Der ist ein bisschen höher. Es ist gerade weg. Wo kann ich nicht mehr? Nee, im Fotomodus kannst du da hinschauen. Jetzt will ich zum Augenarzt gehen. An deiner Stelle. Hä? Ist das ein schwarzer Punkt? Schwarzer Punkt. Nö. Ja, ich habe hier keinen schwarzen Punkt. Ich glaube, das ist einfach nur Dreck auf deinem Monitor. Musst du mal sagen. Nein. Doch. Du hast wieder mit Hustengurte im Mund niesen müssen, hä? Was soll denn da ein schwarzer Punkt? Jetzt ist er auch Monitor. Wieder weg, aber. Ja, jetzt sind die Punkte weg. Die Punkte sind auch weg. Ja, die sind jetzt. Die Aliens haben jetzt gemerkt, die haben zu viel Aufmerksamkeit. Das hat denen nicht so gefallen. So, ich würde sagen, sind alle da. Nestui, wunderbar, Nestui. Wo bist du denn? Junge. Ich bin gerade nördlich von Guanajuato. Das ist vollkommen falsch, okay, lassen wir das. Du bist nördlich von Guanajuato? Bei mir stehst du im Süden die ganze Zeit auf einem Fleck. Also, ich sag mal vielleicht den vollständigen Namen von dem Ding, wenn das genehm ist. Vielleicht hilft es ja. Emission Santa Rosalia de Mulegé. Das hilft mir relativ gar nicht. Was? Willst du mich jetzt mal? Ja, das kommt davon, wenn du die ganze Zeit im Design-Editor sitzt. Ja, das ist vielleicht... Man sieht überhaupt nichts mehr von der Welt da draußen. Ach so, jetzt hat's auch Klick gemacht. Das ist in Rosalia. Oh, was? Ja, dieser Wein ist das, ne? Sollen wir es du ja lösen oder soll er noch ein bisschen leiden? Was? Nein. Ich wurde auch nicht erlöst. Leiden. So läuft das hier nicht. Okay.
natürlich, weil mich alle, Alter, oh Gott. Dürfen die in die Himmelsrichtung vom Festival ausgeben? Ja. Das wäre schon mal hilfreich. Gleich südlich. Ich gebe dir mal den Tipp noch zusätzlich neben dem vollen Namen. Es ist bei Molechre. Wow. Da ist auch ein Haus, weißt du? Also ich habe mich jetzt gerade an den Startpunkt zurück erinnert, der möglicherweise das sein könnte. Ist es ein Startpunkt? Nein. Nein. Was für ein Startpunkt? Hä? Ist okay. Kein Startpunkt. Kein Startpunkt ist ein Ziel. Ja, Entschuldigung, ich bin nicht so fit mit den Namen. Ja, frag mich mal. Geh mal bitte die Statistik und sag mir, wie viel Spielzeit du hast. Mich würde es nur mal rein technisch interessieren, ob das okay ist mit dem Verhältnis. Ja, hat viel. Wo stehen die Statistiken aber mehr im Editor. Sagen wir es mal so. Südlich vom Hauptfestival. Ja, da habe ich jetzt schon meine Stadt geortet. Also so weit kenne ich schon mal aus. Das ist Molechre. Wie viele Tipps der bekommen? Ich habe keinen einzigen Tipp bekommen. Das stimmt doch gar nicht. Wir haben dir mal gute Tipps gegeben. Du hast sie einfach noch nicht. Ja, aber erst nach einer halben Stunde. Tja. Ja, nee, guck mal, jetzt guck mal, wie lang die Folge guck ist. Mal, ich wollte gerade sagen. Also. Nein. Doch. Nein. Jetzt sei doch einfach froh, dass du einen Nachfolger hast und diese Folge nichts Opfer bist. Ich bin froh, dass ich endlich das können wir noch ändern. Es ist gerade nur die erste Runde. Sag das nicht so laut. Die Folge geht noch zwei Stunden. Das war die Extended Edition. Je nachdem, wie lange ich brauche, wird die Wahrscheinlichkeit geringer. So. Aber was ich jetzt schon mal sagen kann, ich finde es so gut, dass als ich am Anfang gefragt habe, ey, das hatten wir noch nicht als Ziel, ich ja selber nicht sicher war und aber auch scheinbar jeder andere sich oder viele andere hier aus der Gruppe auch sich so, ja, nicht ganz sicher waren, ob wir es schon mal hatten oder nicht. Also man merkt hier, es wird nicht besser. Normalerweise ist es ja so, du spielst ein paar Lost-In-Folgen und so nach ein paar Folgen denkst du, ja gut, jetzt kennen wir alles. Also bis jetzt muss ich sagen. Ja, aber die haben immer so knackige englische Begriffe oder sowas gehabt. Das konntest du irgendwie einfach deuten. Ja, genau. Ja. Halt wobei es gab auch schon ein paar viele, wie Derwent Water oder so, fand ich auch immer schwierig. Okay. Wo waren das nochmal eigentlich? Ja, wir haben gerade einfach zwei im gute Wald. Bands eine Straßensperre gemacht. Im sehr übersichtlichen Regenwald. Ja. Falls ihr es wissen wollt, wo ich bin, ich bin beim Horizon Arcade. Geil. Wo ist das? Wo ist das? Beim Festival. Welche? Er meint Rush Festival. Das Main Festival. Okay. Also bist du schon mal von der Richtung? Bist du ja bald da. Bald. Der Präsident, der 18. mexikanische Verteidigungsminister hat einen noch besseren Namen eigentlich. Hau raus. Guillermo Galvan. Geil. Galvanisierung, was? Und was heißt das jetzt dann wiederum auf Deutsch? Keine Ahnung. Auch nicht schlecht. Setzt er dafür? Ja. Ja, so hieß der letzte doch auch schon, oder? Nee, der hieß, ich habe überhaupt keine Ahnung. Aber schön mit dem gleichen Doppel. Der hat sich immer so genannt selber. Guck mal, wie so ist. Ich glaube, das ist so eine Familiensache. Da kommst aber die haben gar echt voll viele noch einen. Warte mal, die haben alle noch irgendwo einen Mittelnamen. Ja, nee, da geil. Einer ich nicht. Ich habe auch einen Mittelnamen. Der 10. nicht, der 9. nicht. Okay, das hat irgendwann angefangen, dass die alle denn noch einen Mittelnamen haben. Irgendwann angefangen. Irgendwann mal angefangen. Das war so verpflichtend. Einfach mal angefangen. So, ey, voll geil, machen wir nur noch einen zweiten Namen. Du möchtest Verteidigungsminister werden? Ja, hast du zwei Namen? Hast du drei Namen? Nein, ja, dann raus. Ja, dann Wahl verloren. Ja, so einfach ist das. Oh, das ist halt aber wahrscheinlich wirklich so, ne? In Molesch. Ich bin jetzt gerade in der Stadt südlich von. Oh, er hat uns gefunden. Oh, nein. Ist es das wirklich? Hey. Nein! Ja, Mann! Okay, hey. Drück! Ich hab eigentlich gedacht, das ist ein Gefängnis. Nein! Ah, okay. Wir werden aber von Folge zu Folge besser. Letztes Mal haben wir drei Ziele geschafft. Heute wird es, glaube ich, mehr als zwei wahrscheinlich. solide Runde. Ich würde sagen, wir verlieren aber trotzdem jetzt erstmal keine Zeit. Ging ja lang genug. Acid, du darfst bei Rush starten. Andy bei Rush. Crapper bei Apex. Falk bei Apex. Jessica beim Hauptfestival. Piabo beim Hauptfestival. Lukas bei Rush. Matschpflaume bei Wilds. Pluto bei Apex. Stui bei Street. Supernoob bei Wilds. Und meine Eins bei Bacher. Da war ich doch schon mal eben. Andi, wir springen hier runter. Gut und schlecht zugleich. Ja, sicher. Also, super, ich stelle mich wieder nicht. Ich bin nicht bei Rush, da hoffe ich immer noch, dass ich was machen kann. Oder hintereinander. Ja, hintereinander. Also parallel. Hintereinander ist klüger. Ja. Parallel ja, hintereinander. Also, wenn wir nach Klüger gehen, wir springen gleich eine Rampe runter, ja? Also. Kein Problem damit. Ganz wichtig. Unser Ziel ist. Kurze Frage. Rush war welches? Rush. Das PR. Ganz oben. Das rote. Das PR beim PR. Das mit dem Sprung. Ich wollte gerade sagen, das steht nämlich noch nicht hier.
Entschuldigung. Aber mal Profis. Ab in die Reihe. Und der nächste Ziel, das nächste Ziel weiß ich, das hatten wir schon mal. Und zwar ist es Estadio de Baseball. Das glaubt mir jetzt auch keiner, aber okay, ich weiß, also, fahr trotzdem mal. Da war es noch nie. Was? Das hat er recht nicht, aber das soll es auch. Oh Gott, oh Gott! Für mich. Ich glaube, das ist irgendein Hotel, glaube ich. Also, schwierig. Doch, ich weiß wo. Vor allem, das ist so geil, wie man das auf Spanisch schreibt. Warte. Ich bin wieder oben. Halt einfach halt ich bin noch unten, ich fall immer noch die Wand runter. Was? Lukas, du sollst da runterspringen, nicht runterfahren. Ja, der Eclipse hat so ein bisschen verstanden? Die NSX beides, sonst bin ich weg. Ja, denkst du wirklich, Lukas, muss ich da runter? Ich bin immer noch nicht unten. Dort noch ein bisschen. Jetzt. Ja, warte mal, ich bin gleich da. Vielleicht. Oh. Komm in die Triffzone, machen wir gerade noch mit. Freund. Ich höre deinen Motor so ein bisschen schreien. Ja, ich werde die ganze Zeit resettet. Komm, das ist schon komm, der wir wissen, wo wir hin müssen. Vamos. Ja, ich arbeite dran. Der Straßensperrenbus. Ja, da standen einfach zwei Randoms vor auf der Straße und haben eine Straßensperre gemacht. Ich weiß aber, ja, wo du runterkommen solltest. Ja, hier. Wo? Ach da, genau, ja. Da drüben. Wie wohl, wo ist da drüben? Ja, da drüben, schon wieder Lukas, resettet, Mann, oder? Verstehst Alter, du welche nicht? Ausfahrt ich bin schon wieder, ich bin schon wieder. Sorry, Anni, jeder sich jetzt der Nächste, ne? Ja. Du chasst mich also schon wieder, ja? Ich war voll schön im Sonnen. Sorry, wenn ich jetzt mal weiß, wo das Ziel ist. Und also ich wollte das ja jetzt als Teamaktion, aber dann, ne? Immer wieder geht die Sonne auf. Ich weiß noch nicht, wie ich hinkomme. Hey! Das Ding ist sogar ausgestattet. Ja, genau. Ja. Ich wollte es so sagen. Was denn? Jetzt bin ich gerade unten. Ja, sehr gut. Dann NSX halt nicht. Fahren wir jetzt wieder Richtung Norden, ne? Ich fahre wahrscheinlich jetzt gerade den größten Umweg, den es gibt. Ja, weil du hast ein Schild verpasst. Hab ich? Ja. Sehr gut. Das Ding ist ausgeschildert, das finde ich super. Ernsthaft? Perfekt für dumme Leute, ja. Ja, ich weiß nur grob, wo es ist. Boah, ich muss gerade gucken, welche Richtung ich hier kennen genau muss. Scheiße! Ey, das war eins zu früh. Lukas, du musst mit den Spielelementen interagieren. Ich hab also einmal müssen wir Lost in alle Käfer fahren. Jetzt erst. Oh ja. Oh Gott, nein. Ich hab ein paar Mal resettet. Wir können doch statt Isetta einfach Käfer rein. Da muss ich hin. Wo ist der Verräter hin? Das wäre echt cool, ja. Also was große Camper, ich glaube nicht, voll aufbauen. Das große Krabbeln nennt man das. Oh Gott. Das muss ich mir jetzt gleich sofort mal aufschreiben. Oh, ja. Nein. Ist schon jemand da? Nee. Ja, ich glaube, ich bin den längsten da. Weg. Also ist eigentlich auch unnötig, dass ich antworte. Ich hatte auch einen langen Weg runter. So. Also ich. Aber ich genieße, es sieht gerade voll geil aus. Und Supra, da schön. Ja, die Stimmung ist voll schön, ne? Ich meine, die idiotensicheren Schilder haben nicht funktioniert. Die sollen ja auch idiotensicher sein. Tja, anscheinend nicht. Ich habe nur keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Also, das ist doof. Okay. Da jetzt rein. MSX, komm bald dich. Ja, bin dran. So. Aber ich glaube auch echt nicht, dass du den kürzesten Weg gefahren bist. Ich fahr auch gerade voll in den Weg, scheiße. Das, weiß ich auch nicht, aber ich finde das schon. Lukas, ich lache, wenn ich vor dir da bin, ne? Ja, weil bist du wahrscheinlich, weil ich gerade vollkommen lost bin. Ich seh's, yeah! Ich glaube, ich weiß langsam, wo wir sind. Ja, so ganz langsam. In Mexiko, richtig. Richtig! Hey! Mist. Ne, wir sind jetzt erstmal aus dem Dschungel raus. Warte, wir sind hier rechts. Ich hab keine Ahnung, was. Hier, da ist dann der Kreisverkehr oder irgendwo hier, ne? Ja, warte. Gibt's eigentlich auch einen Eckverkehr? Ja. Oh, das nennt sich Kreuzung. Ah. Also Pluto ist auch da, dann bin ich richtig. Ich bin auch da, wie kann das denn sein? Doch, ist einer von euch, ja. Okay, ich glaube, der ist ja immer besser, ey. Also, das muss ja hier sein, praktisch. Ich sag ja, bei dir ist ja auch gecheatet mit einem Zeitreisegerät. Ja. Was hält denn überhaupt? Ja, wir sind da. Cheat Engine hat heute ein Update, deswegen. Oh, warte mal, ich. Vielleicht, keine Ahnung. Oh. Okay, warte. Ich parke ganz speziell. Ups, bro. Die technisch gesehen hier gerade aus. Schade, das geht nicht. Viel zu viel Saugerleistung. Was? Hier ist ein Alpha-Wand, was soll das? Ach, sehr gut, okay. So. Da vorne ist ein F34, komm, den jagen wir. Bleib mir von meiner Heckstoßstange fern. Komm, Z3, das packst du. Hopp.
Jetzt bin ich hier, aber wie komme ich... Ah, wait. Moin. Egal, ob Chris falsch entweder war oder nicht, jetzt... ich will ihn hinterherfahren. Entweder ist das jetzt hier links rum oder... Ah, doch, sollte richtig sein. Viele, viele bunte... Martis. Häuser, Mann. Oh. Aber ist das vielleicht das Falsche? Nee. Krepper, du? Das ist nicht das Falsche. Nein, das ist auf keinen Fall das Falsche. Aber, ja. Also es ist auch ein Stadion. Deswegen siehst du uns auch alle. Shit, Mann. Es gibt mehr zum Stadion. Da sind sie auf den Bait. Ich habe eine Frage, Chris. Weißt du, wo du hin musst? Ungefähr. Yeah, okay, dann fahr ich hier nicht mehr hinterher. Aber ich muss mich ja ein bisschen orientieren hier. Doch, da oben ist doch schon... Das sind doch die Ray und Lukas können nochmal eng werden. Also, entfernungstechnisch. Und... Okay, einer hat's geworfen. Geschlagen meinst du jetzt wohl eher. Von was hab ich eigentlich einen Zielpunkt? Ja, Lukas, hatte der Verrat nichts gebracht, ne? Was wärst du schneller da gewesen? Ja, ich bin in die andere falsche Richtung in der Kinne gefahren. Jetzt rechts, anders rechts. Ja, das wäre dir mit mir nicht passiert. Buonarato. Wie ich lang gefahren? Ach Gott. Ja. Ist das Ding in... Oh nein, das ist in der Stadt, ne? Soll ich das jetzt nur finden? Also, Andi, ich möchte nur sagen, wären wir nicht gesprungen, ne? Hätte uns das einiges an Zeit erspart. Ja, das ist... Den Sprung ist aber... Da muss man passiert. Ist eigentlich schon ein Must-Have, stimmt auch schon. Ich bin vertraglich daran gebunden, diesen Sprung zu machen. Ja, sei froh, dass du gelächt hast, sonst wärst du niemals so schnell... Deswegen hoffe ich ja, dass ich Rush bekomme, aber dann... Ich hab's gerade gewundert, Alter. Junge, vierter Gang, ne? Wo ist denn das? Irgendwo hier, oder? So, ich glaube jetzt hier reingefahren. Also, ja, hier doch, der Weg war sogar gut, den ich gefahren bin. Das ist so gar nicht mein Weg so, hier, ne? Ich hätte hier halt rechts abbiegen müssen und dann links, aber so ist auch okay. Ich hätte mir auch einen einfachen Weg machen können, aber ich wollte irgendwie komplett durch die Stadt fahren. Das ist ja auch schön. Ja. Wo bist du gestartet? In Bayer, oder? Ich bin bei Bacha gestartet, ja. Okay. Oh, der war falsch. What? Ich bin aber schön, dass ich gerade welche so Geier. Und so. Oder weiß er nicht? Na? Ah, Mann. Hey, wir sind doch quasi schon fast da, oder? Ja, schon, aber wo ist die Seite? Ist das eventuell da hinten? Hier ist es doch. Warte mal, komm mal zurück. Z2? Super Noob, hier ist es doch, oder? Super Noob hat auf jeden Fall die Augen offen im Verkehr, würde ich sagen. Ja. Hä? Meistens. Oh. Er fährt da mit Full Speed dran vorbei. Richtig, richtig. Es kommt halt von Power Builds. Ja, bist du unabhängig davon, bist du trotzdem rumgefahren. Oh! Hallo? Keiner! Hörst du rein, was? Oh! Als ob jetzt schon so viele da sind. Ja, das ist so mit dem Namen des Halbfestes. Ich fahr einfach mal hier hin. Wen hab ich denn da gerade frontal getroffen? Gas. Du holst ihn noch! Ein Asset. Das war ich. Oh, gute! Ich wollte zu dem anderen Stadion fahren und dann kamst du mit der langen. Ach, super Noob sehe ich wieder nicht, deswegen. Ja, die schon das Mal reden. Ich wollte auch sagen, welches Duell fährt, der gieß ich alleine. Ja. Ich bin da. War ich nicht. So, ich glaube, es sind alle da. Oder ist noch jemand unterwegs? Ich glaube nicht. Aber Karte sehe ich zumindest keinen, aber es hat hier ja nichts zu heißen. Ja, es gibt ja tatsächlich noch eine dritte Runde. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. So schnell geht's. Ja gut. Überlänge! Auf zum Hauptfestival. Andi zu Bacha, Crapper zu Rush, Falk zu Street, Jessica zu Street, Piabo zum Hauptfestival, LPN zu Wilds, Matschpflaume zu Apex, Pluto zu Rush, Stui zum Hauptfestival, Supernoob zu Wilds und meine 1 zum Hauptfestival. Ich schon wieder allein. Wer kennt sich da jetzt aus? Hä, du bist doch beim Hauptfestival, oder? Ich krieg Gesellschaft. Ah, ja, ich fahr dir einfach hinterher. Ja, kannst du gerne machen. Ich seh dich halt eh nicht, also ist das eh egal. Hast du recht. Hä, ich steh vor dir. Ja, es ist ruhig, kann sein. Versammlung hier. Ah, jetzt sehe ich jemanden. Hat sich in den Korvett reingeschlichen. Würde ich aber nicht springen runter, ne? Jetzt hier 30. Okay, warte. Cool. Ja, das bin ich. Warte. Wir machen das ganz einfach. Wir tun jetzt so, als ob der gar nicht da wäre. Gucke hier. Jetzt kommt irgendwas Bescheuertes. Mit dem riesigen DeLorean verdeckst du auch die Corvette. Ja. Absolut. Vor allem die nächste Folge. Gut. Also, unser nächstes Ziel, vielleicht das letzte Ziel, ist... Ja, okay, vielleicht auch nicht. Also, nachdem wir ja jetzt gerade Estadio de Baseball hatten, kommt jetzt El Stadio Horizon. Oh, was ja. Könnte das jetzt sein, ja? Da war ich doch gerade schon. Okay, ich fahre auf den Weg fahren. Ja, natürlich habe ich Allrad. Das ist ein Evo Chips GSX, der Serie mit hier Allrad. Oh Gott, mein Z3-Stagent. Ja, aber auch. Mist, ich hätte glaube ich anders fahren sollen, ne? Ist egal. Ja, wieso? Passt? Weiß ich nicht. Doch, passt.
Das sagst du mir. Ja, Entschuldigung, Jabo, geben Sie sich Hinweise, wie Sie fahren sollen. Ja, moin. Entschuldigung, also normalerweise Orientierung an sich habe ich schon, aber ich wusste halt einfach nicht, wo der Ort ist. Darf ich fragen, wo der Treffpunkt da ist? Au, 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 au. Auf dem Feld. Oh, fuck. Da war ein Feld. Okay. Das ist ein deswegen ist er hat das Blumenfeld, die Aussparung, Mann. Rechts. Ah. Ja, der Acker halt. Feldacker. Der Blumenfeld, Mann. Krass. Der Blumenfeld, Mann. Dass da angebaut wird. Der pflückt Blumen, Mann. Oh. Blumenmann, Blumenmann. Macht immer der Blumen kann. Ich dachte, das ist schön. Oh Gott. Riecht so gut. Alter, ist so vor allem am Tag. Diese Folgen sind einfach so durch, aber es wird so gut. Oh, deswegen bin ich immer da dabei. Wenn die Zuschauer nur annähernd so viel zu lachen haben wie wir, dann passt das. Oh Gott. Wer ist denn das hier neben mir? Ja, ich. Ah. Cool. Jetzt kommt wieder der. Bremsen. Der hat keine mal kurz den Wahnsinn. Hey, wir wollten hier abbiegen, Mensch. Wir wollten nicht eine weiter abbiegen. Ich bin mal kurz in El Gringo reingekringt. El Gringo. Hä? El Gringo mit seinem Transito, Alter. El Gringo. Nein, wir können nicht nach Biabo ankommen. Wir sind den einholen da vorne. Ich tue alles dafür. Links da vorne. Ja, dann ist es ja ein realistisches Vollmann zu kommen. Wieso links? Ich glaube, ich hätte einen früher abbiegen sollen. Lukas, wo bist du hin? Ich bin weg. Ja, ist egal. Bald weg. Nein. Das ist gut. Lukas, bis nächste Woche. Shit, falsche Namen. Rechts. Ah, ich hab gerade falsche Richtung im Kopf. Dumm, umdrehen. Yeah. Also, mein Ending. Chris, bist du wieder gemutet eigentlich? Nein. Nein. Kurz nochmal auf Ende. Da müsste eigentlich jetzt eine Abkürzung geben. Let's go, würde ich sagen. Oh, ja. Die hier? Oh ja. Ja. Ich bin viel zu langsam. Ich bin viel zu langsam. Und schaut's mal rein. Ich schaff's aber. Ja. Verdammt, ich bin nicht erst. Das ist gut. Ja, ich versuche auch. Oh, ich schaff's einfach mal hin. Ja, sehr gut. Also ich würde sagen, wir sind am spektakulärsten hier. Wo bin ich? Nein, hier. Genau, jetzt wurde ich wieder da oben geportet. Alles gut. Ich bin aber der moralische Sieger. Von der Straße aus würde ich den Sprung eigentlich auch nehmen können. Ja, wir sind da. Ja, war halt der beste Weg. Entschuldigung. Hä? Ihr seid schon da? Nee, ja. Wir tun nur ja? So. Wir wollten eigentlich gerade schon springen. Achso, geil. Nimm mal damit. Na gut, war halt nur ein paar hundert Meter. Er ist nochmal extra Anlauf. Ja, ich bin irgendwie genau davor gelandet. Unschön. Okay, warte, ich bin schon da, ich probiere es auch nochmal. Und bei Stu warst, der ist sogar auf der Tribüne gelandet. Ja. Du kannst aus deinem Kofferraum schon mal Verbandskasten holen, ey. Welches darf ich? Ja, musst du dabei haben. Oh, das schaffe ich wieder nicht. Oh, ich glaube schon, dass du wenig Leistung drin. Ah, das gibt's okay, ja nicht. Warte. Ja, ich habe zu wenig Leistung. Wo ist eigentlich die Rampe nochmal? Jetzt will ich da auch rein. Aber jetzt wird es nicht wieder sein. Die Rampe ist beim Rampenlicht. Standardmäßig schon 1000 PS. Da vorne fährt irgendwas Schnelles. Ah! Ich glaube, Grappa hat die Kurve verpasst. Die 1000 PS hat die Kurve nicht bei uns. Jetzt fahren wir Straße, das Auto, das kann das einfach nicht. Ja, aber was hast du eigentlich gemacht? Wie, was habe ich gemacht? Ich bin schon wieder zu langsam, oder? Da kommt noch einer geflogen. Komm schon. Ah, Alter, direkt vor der Kante. Das ist auf der Minimap aus. Donk. Junge, was geht mit deinem R34? Der hat sich mal richtig wild angehört gerade. Ich habe ihn einfach einen Drehzahlbegrenzer gejagt, um es 360 zu machen. Der Junge hat dann 300. Hä, wo seid ihr denn? Oh geil, der Fall ist wieder resettet. So, jetzt. Kollidierst du mit Andi und dann war's das. Was? Oh, richtig gut. Schade. Das wäre jetzt lustig. Hä? Meinst du mich jetzt? Licht! Genauso wie bei Stui. Schön auf die Tribüne. Nein, das ist, glaube ich, genug an. Ich habe noch einen Frontflip daneben gelegt. Ja. Frontflip? Das sehe ich schon mal sehr gut. Und ohne Telemark-Landung. Also so nach dem Marker ist. Ein Rad ist ausgebrochen. Da war Lukas! Das geht ja nicht nach Länge. So nach dem Marker ist nichts passiert, bin auf dem Gesicht gelandet. Ja. Das war Gesichtsbremse, meinst du? Oh, so ungefähr. Nee. Ja, nee, der kommt ziemlich hoch. So ich bin im Senna hinterher. Oh. Ja, genau. Das ist natürlich auch eine Double. Ja. Ja, das ist natürlich noch geil. Ja, ey, komm. Ich bin im Senna hinterher gefahren, nicht Lukas. Aha, das ist gut. Ja. Senna. Senna ist ein Sport. Du kannst ja hinterherfahren. Senna. Retro. Ich meine, ich kann mich noch erinnern, als der Senna vor ein paar Jahren erschienen ist, haben wir ja auch, die ganze Fachpresse hat gesagt, klar vom Mitsubishi Eclipse inspirieren lassen. Natürlich. Ich frage mich eher, was der Senna gemacht hat, dass du dem hinterherfahren konntest. Das war ein Textile aus Autobild dann, glaube ich. Berechtigte Frage.
Ja, der ist gedrosselt gleich Sprit gefahren. Der ist nur auf 14 Zylinder gespart gefahren. Hä? Ja, hat er immer noch mehr Leistung. Da müsste doch hier irgendwo sein. Hä, wo bist du denn? Ich sehe dich nicht mehr auf der Map. Also ich sehe ganz unten beim... Nee, ich bin, kurz am, ich bin am Hauptfestival. Oh Gott. Ja. Genau, ich okay, moin. Zum spanischen Verteidigungsminister erzählen. Ja, wir waren bei dem 18. Okay, ich probiere nochmal 19. weiter. Das, wenn das noch ein bisschen beim 19. soll ich weitermachen. Na, okay. Ja, aber vorhin hattest du vom 18. erzählt, dann können wir jetzt vom 19. 14. erzählen. Ach, der 14. dann machen wir jetzt den 15. Dann sind wir jetzt bei Gumero, Galvan, Galvan. Den haben wir ja schon kennengelernt. Ja, hab ich schon. Genau. Genau, das wollte ich auch noch wissen jetzt. Sympathischer Name. Da ist keine Ahnung übrigens. Der war am Abend von 2006 bis 2012. Ja, also war gut dabei. Wobei dann? Er jagt einen Civic, einen Lambo. Er hatte einen Meister in Sicherheit und Nationalverteidigung beim College of National Defense. Wie heißt das? Reicht hier nicht. Mexiko hat ein College Stadion. Ja? Doch, das ist geil. Cool. Ja, Mexiko hat extra ein College für Verteidigungsminister. Dann hat er noch einen BA. Könnte oh ja, für eine Bachelor sein. So für Doppelnamen haben die ein College. Military Administration bei der Schule des Krieges, what? Ja, ein College für Krieger. Okay. Weiß dann halt einfach mal hier, ne? Okay, cool. Da kannst du verschiedene Kriegerausbildungen machen. Zum Beispiel kannst du dich da zum Spatiaten ausbilden lassen. Voll geil. Mhm. Oder zum Römer. Ja, mit den drei Leuten sieht das hier gerade so lustig auf der Minimap aus, ey. Er hat bei der Luftverteidigung in Madrid gearbeitet. Oh. Okay. Hat auf jeden Fall. Da sind das spanische auch. Oder das mexikanische Madrid? Tatsächlich das Spanische. Ich glaube, es gibt gar kein Mexikanisches. Ich hab's aber mal mal, die Antwort war, die Antwort sind, war, also, wie heißt das? Ah ja, interessant. Ja, das war jetzt nicht mehr. Wären die Verteidigungsminister in Mexiko definitiv irgendwie so was nee, vorlegen und müssen? Er war ja? Tatsächlich in keinem Skandal verwickelt, der Wikipedia-würdig ist. Okay. Was? Ray? Wie hieß denn der Zielort nochmal? Stadion heißt Stadion. Das. Stadion Rising. Wait, fährt ihr vorne? Ah, dann fahr ich wieder zurück. Super. Bist du jetzt zum Stadion von vorher gefahren, oder was? Also man muss langsam Diabo mal echt einen Schutz nehmen. Also heute haben sie ein paar Kandidaten echt, Was soll das jetzt heißen? Ah ja, zertreifen, also das macht Spaß. Ich auch nicht. Bin ich eigentlich der Letzte? Ja. Nee. Es ist noch niemand da. Ich bin noch unterwegs. Es hat noch niemand den Sprung geschafft. Ja, gib mir... Ich bleib immer rum in diesem scheiß Geländer hängen. Ja, ich will ein bisschen Nesca fahren. Ein bisschen Draft. Okay, Chili Cow und Eclipse haben exakt den gleichen Topspeed. Ich glaube, wenn sie aber stehen, es tut überhaupt nichts mehr wie jetzt. Lexus hat auf jeden Fall Grip, habe ich gesehen. Ja. Na, Heckantrieb um 500 PS, das funktioniert nicht. Das habe ich aber auch. Ich habe halt nur knapp über 400, deswegen kontrollierbar. Da vorne. Die Supra gedrosselt. Macht Sinn. Ja, ja, ich fahr auf nur zwei Zylinder von den 6. Was ist das da vorne? Ah, Eco-Modus. Weil normalerweise ja 1000 PS. Genau, ja, eben. Nein, nicht innen. Genau. Und ein Drittel von 1000 sind 200. Draften. Ja, in euch. Oh, Kontakt. Ja, der Porsche hat den Porsche überholt. Macht ein L hier, hau mal ab. Ja, ich bin doch noch nicht auf Topspeed. Ja, ich muss erstmal auf Geschwindigkeit kommen. Nein! Oh, durch! Das ist so fake. Okay, warte, kurz was probieren. Wir haben gerade einfach ein neues Format kreiert. Nennt sich Kreisrundfahrt. Oder auch Nesca im Fachkreis. Nennt sich Stocker für Arme. Oh Gott! Noch zwei Runden kann ich kurz noch am Beifahrerfuß rauf. Nee, die Abkürzung geht nicht. Abkürzung über den Rasen ist nicht so gut. Doch! Nee, ist nicht so effektiv. Oh nein! Nee. Weißt du, was eine bessere Abkürzung ist? Warte mal kurz. Nesca, ja. Das muss man in Nesca-Folge machen. Sorry, Leute. Down the inside. Mach zu. Aua. Geh da weg mit deinem Porsche. Aua. Weg da. Sorry. Ui, danke. Aua. Aua. Round the outside. Hallo. Ich bin jetzt auch dann da. Ne? Okay, warte. Oh, ich glaube, ich habe gerade einen NSX zerstört. Das ist ihr werdet euch langsamer. Passiert, genau. Passiert. Nein. Und jetzt erhöhen wir einfach noch das Schwierigkeitslevel. Oh Gott! Ja, Piane, so ist das. Du musst hinten antäuschen und dann links vorbeiziehen. Okay, ich wurde. Ich komm. Man kommt irgendwann. Die Frau wird sich freuen. Oh Gott! Gegenverkehr! Oh, da bin ich dran an den Beinen hier.
Okay, warte. So, jetzt einmal Schwung holen. Moment, ah, nicht du, nicht du. Also, hallo. Okay. Oh nee, ich hab das nicht. Oh, nee. Oh, nice. Oh, oh, oh. Das ist super, nur da. Ich interpretiere das einfach mal als Antrag. Ich bin seit 100 Minuten da, aber mir hört keiner zu. Subanu, bist du eigentlich da mittlerweile? Ich bin hinter dir! Nein! Achso, dann können wir weitermachen. Ja, können wir endlich mal weitermachen. Oh Gott, aber schaffen wir überhaupt noch mal? Nee, ich finde, wir sind hier gut beschäftigt. Weiß ich nicht. Ah, schaffen wir das. Allerdings oh, oh, oh Gott! Moin! Ah, danke! Da lass mich, ab, da lass mich aber mal ganz kurz hier. Oh Gott! Oh. No, 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 nein, nein! Treffer. Oh, Holztreffer. Neues, oh mein, neues CVR-Format. Oh nein! Oh Gott. Oh Gott. Ich fahre hier konsequent in der Mitte. Warte, oh, anscheinend nicht nur ich. Aua. Oh Junge! Ja, ich bin wieder im Rennen, so muss ich. Ich bin rausgeflogen. Mann, Piel! Nein! Kommt denn jetzt her? Was? Ich mag das denn? Hier fährt kein Piel. Doch, da ist ein Piel! Was? Oh Gott, warte. Oh Gott! Oh Gott! Es eskaliert einfach ein Palett. Was machst du? Ja, mach. Oh, der Piel. Oh! Oh, nee! Roten Porsche mal geschaut, wenn ich die Fenster drehe. Alter! Oh Gott! Oh, oh, oh. That escalated quickly. Ja. Ja gut, ich würde sagen, auf jeden Fall ein weiteres Ziel werden wir nicht mehr schaffen. Aber ich kann ja trotzdem mal auslosen, was es denn gewesen wäre. Hilfe! Ziel. Ja, ja, ja. Wieso fährt den Ferrari? Ja, wobei, das Ziel hätten wir wahrscheinlich geschafft. Haupt. Na dann los. Komm, das machen wir jetzt noch von hier ja, aus. Ja, okay, also, komm. Okay. Aber alle zusammen. Ich muss aber ganz kurz mal auf meinen Fahrzeug. Alle versammeln. Ja. Alle in der Mitte versammeln. Moment, wo ist mein Auto? Alle einmal in der Mitte versammeln. Am besten beim Fußball direkt alle. Also, ah, ja, alle Zuhörer. Also das ist tatsächlich auch wieder ein Ziel, was wir schon mal hatten. Mhm. Ich bin sofort da. Ja, ich bin jetzt dann leider außerhalb gespawnt, aber ich kann es ja trotzdem. Wo ist denn eigentlich Süden? Egal. Ah, ich weiß es, okay. Ja? Sag ich euch aber nicht. Ich muss erstmal zu euch stoßen. Wir fahren hier stoßen Sie mal. Au! So. Aber nur anstoßen dann. Gut, alles klar. Anstoßen. Unser Ziel ist nichts Geringeres als Gran Telescopio. Okay. Oh, da. Geht alle weg hier. Ich schnell aus dem Eingangsbereich. Ich sehe reihenweise Leute den Berg runterfliegen jetzt gleich. Oh nein. Ah, ich kann in ihm fahren. Mist, das ist ein Auto. Oh Gott. Oh Gott, ey. Man könnte sagen, ich wurde aus dem Verkehr das gezogen. Zurück. Oh. Alter, jetzt kommt hier einer von der Brücke. Lukas, was soll das? Jeder ist nicht selbst der Nächste. Ja, Lukas, hast du einen Abschluss freigegeben? Ich hab das in 28. Alter, stell dir das so zu nehmen. Hey, wenn wir keinen Daumen vor uns haben, dann müssen die Zuschauer das ändern. Also schön mal Daumen nach oben. Bin gleich wieder auf der Straße, Leute. Ja, ganz geil. Wow. Ey. Der Übergang, Alter, ja? Ey, wo kommst du denn her? Ja, ich, hatte gleich noch so. Nein. Nee, die dir nicht voll, es tut mir leid. Ich nehm ne extra weiter. Alter, wir sind voll in den Weg. Egal, eigentlich hätte man direkt rechts abbiegen müssen, wäre schneller. Ja, egal. Wir sind jetzt alle gemeinsam verplant. Dann wären wir nämlich auf dem rechten Weg gewesen. Ich find's lustig, wenn jetzt gleich jemand trotzdem den Weg am Ende nicht findet. Das wäre ja dann in Ordnung gewesen. Der erste findet den Weg. Schon wieder von der Aber ich muss kurz sagen, zeitlich gesehen bin ich schon da, ne? Deswegen bin ich erster. Ihr bremst. Das stimmt. Gib doch Gas. Hey. Ja, ich bin im fünften Gang. Fahr du mal im fünften Gang. Ja, dann schalt doch runter. Ich hab den Spielsound bei mir jetzt sehr leise gelegt. Ey. Boah. Komm rum. Nein, so nicht. Nimm die linke Straße, ich nimm die rechte. Okay, cool. Was machst du da hinten? Loch. Komm, BMW Porsche jagen. Oh, Bremse. So viel zu dem Thema. Seitenwechsel. Weißt du gar nicht mehr, wie die Steine. Nein, das sind Steine. Rapper, das ist aber nicht regelkonform hier. Das Lukas, ist was denn? Ich seh das. Oh Gott. Erstmal hier. Danke.
Hallo. Lukas, Driftzone, mach mal ein bisschen. Die Kippe Stein, ne? Der Abflug ist gefährlich. Ja, boah. Lukas. Mach mal Platz da jetzt, Alter, komm, mach dich mal wacker. Nico! Das ist wie nicht so viel Carbon gleich. Carbon. Ja doch. Oh, oh ja, Carbon Canyon Runs, das war immer so gut, ey. Oh Gott. Hey, was geht denn mit dem Porsche hier? Oh. Ich wurde in den Wald verbannt. Du weißt schon, das ist einfach seit 15 Minuten nicht mehr Lost In, sondern wir machen einfach irgendwas. Ja, das ist geil. Ja, ich würde behaupten, manche sind immer noch so ein bisschen verloren. Was? Ja, besonders. Ey, wo ist denn deine Lücke, sag mal? Alter, ich bin so weit hinten, ich komm gar nicht mehr ran. Z3, was ist das hier? Offroad-Fahrwerk oder was? Schlecht Wegepaket. Ja, genau. Wow, seid ihr schon oben oder was? Nein. Sag mal, ja. Nein! Auf jetzt! Ja. Natürlich. Kusch dich! Wir sind schon da eigentlich schon. Wir trinken schon Kaffee. Ja. Und Donuts haben auch was gepackt. Falsches oder Format. Was ist man für Kuchen? Oh, was war ich denn hier? Kuchen? Kuchen ist gut. Sag mal, komm ich hier hoch? Kuchen geht immer. Wollen wir mal das Experiment machen? Einer fährt oben links lang, einer rechts lang, was da schneller ist. Ich fahr links. Kann man machen. Also nicht die erste abbiegen, das habe ich letztes Mal gemacht. Das ist auf jeden Fall längs, aber die zweite Kreuzung. Ja, dann mach das. Das kann du machen. Was versuchst du denn? Ich letztes Mal schon abgebogen. Was versuchst du denn da unten? Nein! Oh, den Kurven. Boah, das sind halt eigentlich gleich schnell. Das ist der Shit. Ja gut, wir sind alle auf 800 aufgebaut. Das ist ja. Komm doch noch auf den Fahrer an. Nee. Sag dem Jabo, wer denn in die Straße fuhr. Nee. Ja, Quatsch. Also. Komm jetzt der 3 Leistung. Wer ist das hinter mir? Das war deine Hupe. Schieß ihn ab, räum ihn ab. Schieb ihn raus, Timo, ich meine. Ich hab Beweise. Oh, das war ein bisschen schön. Hatte der wieder über Offroad. Die ist nicht optimal gewesen. Nö, kusch nicht. Oh Gott. Oh, ja, ich sag nichts. Was geht denn bei euch hier? Da ist 928 fast die Klippe runtergefallen und eine Klippe hat sich überschlagen aus Gründen. Warte mal, jetzt einer links, einer rechts gleich, ne? Schöner Front. Ja, ich würde hey, was ist denn mit dir hier? Ich hab gerade verstanden. Ich würde diesmal links lang versuchen. Also, okay. Ich sehe nur bei rechts lang, dass du die erste Kreuzung für dich sonst im Scheiß kommt. Das machst du klar. Wo kommt man denn her? Dritte Porsche her. Lukas, gefliegen! Oh, nein! Okay, ich weiß, wer weg ist. Der hat sich den Vulkan runtergeflogen. Ja, der Junge, der letzte Honda hat gerade so mit dem Schmack ist den Vulkan runtergeschallert, Junge. Das ist ganz so geil, ey, wie parallel wir da durch so fett sind. Macht aber mega Laune, finde ich. Ja. Junge. Auch mit den Autos. Das ist hallo! Ist nice. Ja, die Autos fahren nicht da. Nee. Komm, mach einen Abgang! Nein. Oh. Oh Gott. Nein, ich bin unten gespawnt! Tja, Pech gehabt, schade aber auch! Ja, RIP. Oh, Entschuldigung. Und das ist Karma. Da war ein Hügel in. Ehrlich zugeben. Nee, ich hatte einen Boden weg. Ja. Das war die Route. Hier oben ist halt eingeschneit. Ja, das war direkt. Hier Schnee hingemacht. Vorsicht! Okay, warte mal. Hier links, beide links. Ja, vergiss bevor es sein, fünf schnell, dass wir Winter haben. Okay, jetzt mit dem Hinterradantrieb ist, da musst du jetzt rechts und geradeaus weiter. Wo müssen wir jetzt hier oben lang? Suchst du aus. Das weiß ich. Die erste Kreuzung müsst ihr auf jeden Fall links fahren. Danach ist egal, welche der beiden. Ich hab keine Traktion. Darfst nur nicht jetzt zu schnell fahren. Sehr gut. Yeah, das ist voll geil. Nur wenn ihr euch für den Weg entscheidet, der dann geradeaus führt, dann müsst ihr aber immer euch rechts halten, weil dann kommt später nochmal eine Kreuzung, hab ich gerade gesehen. Sonst geht's halt runter. Oh ja, ich hab's gekriegt. Mehr sagen wir aber nicht. Genau die. Genau die Kreuzung, wo alle dran vorbeigefahren sind. Außer ich, weil ich hab den Stein in der Mitte getroffen. ich hab's gesehen und fahre trotzdem hinterher. Ja, ich okay, sag dann, wisst du, was hier gerade passiert? Ich rutsch runter. Da. Ich auch. Gut, wie du also ist ziemlich gleich, würde ich sagen. Wie kann diese Karre so den Berg runterrutschen? Ist das nice. Verarschen Spiel? Alter, was ist hier los? Geht das Ganze hier voll ab? Das steht ja, und einige haben meinen Kohl nicht so wahrgenommen. Er fällt wieder runter. Nee. Nee. Das lieber, dass es sich schon mal runterrutscht. Nein. Schafft das sorry, das war nicht mal Absicht.
Oh, wie geil, einfach so, wie du kannst. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich sag mal, Lukas, ja. Du dürftest sehen, dass. Also, das Ziel ist. Ja, ja, oh, ja. Also, ja, ja, nein, ich bin vollkommen falsch abgewogen. Oh Gott. Wie war das eigentlich? Wenn's runter geht, ist falsch. Ja, ich war grad so ein Geschwindigkeitsrausch. Oh Gott, der nächste kommt mit gegen. Hä? Wo seid ihr denn hier alle? Nein. Wir, stehen da vor. Wir sind hier falsch, Krapper. Ja, ja. Wir gehen hier runter und nicht hoch. Oh Mann, ey. Das war schön, alle vorher rechts. Hoppla. Lasst mich nicht alleine. Ich hätte Bruchstein. Ich hätte von Ray und Andi gehört, so, ja, du fährst geradeaus, nicht hier rechts. Ich so, oder fahr ich jetzt hier geradeaus, wenn das ja, auch so vor allem, weißt du, ich im weißen Zug war. Ich so unterschwellig so eine Musik gehört, ne, so. Andi ist nur dezent im falschen Auto gewesen, also müssen wir nochmal wiederholen. Kriegen wir hin. Ja. Ja gut, ich würde sagen, wir sind zwar schon knapp über eine Stunde drüber, aber das war es allemal wert. Ziel? Ja. Und ich würde sagen, ja, das Abschlussziel würde ich sagen ist, komm, auf geht's, oder hier? Ja. Oh Gott, mit den Autos. Oh, das wäre witzig. Ja. Ja, aber wobei, ich habe quasi wie Bobfahren. Ja, nur mit allen. Das ist wie Bobfahren. Bis unten. Oh, das ist Bobfahren. Bis ins Festival runter. Oh, das Wetter ist auf einmal. Ah, kein Schnee mehr, ja. Sehr gut. Ja, da oben ist halt kein... Ach du heilige Mutter. Das ist halt, ungleich. Das ist halt so steil. Ui. Alter, ich kann nicht mehr hochschalten. Der Riemen ist auf jeden Fall am Limit, würde ich sagen. Ich hab noch ein bisschen. Oh ja. Ui! Oh, nee, das ist ein Flug. Oh Gott, oh Gott! So, jetzt willst du den Sprung schaffen im R34, glaube ich. Ich hab mich oben an den Stein festgehakt. Ja, jetzt auch. Scheiße. Auf jeden Fall. Oh. Entschuldigung. Oh. Untersteuer. Yeah. Toll, alle fliegen ab. Sehr gut. GTR-Mobbing gegen mich. Und rein da. Yay! Unter oder über? Aua. Moin. Aua. Ja, unter der Brücke, finde ich, ist sehr passend. Ja. Oh Gott. Gut, dann würde ich aber sagen, sind wir jetzt wirklich raus. Das soll es gewesen sein mit einer weiteren Folge Lost In plus Bonus. Mittendrin auch. Auf jeden Fall hat es ultra viel Laune gemacht. Ja, morgen kann man, glaube ich, auch schon mal ankündigen, zumindest mal auf diversen Kanälen gibt es auch nochmal eine Multiplayer-Folge. Allerdings wird die uns... ohne Kommentar. Und ja, mit diesen lustigen Momenten verabschieden wir uns. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss. Clap the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trying to tap it. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They trying to block all my blessings. They thought I lost a stepping. I bet on me and my team.